Hält man sich nicht an die nicht vorhandenen Regeln. Aber dass es mir nie die Möglichkeit gibt, oder Ramin so von der Strecke, dass du sowieso Erster werden kannst. Ich könnte ihn auch mal so von der Strecke bucken, dass ich einfach 5 Sekunden Vorsprung rausfahren kann. Ja, es ist total assi die Idee, aber hey. Man kennt das doch von mir. Also, da sollte man sich keine Sorgen machen. Und jetzt komm her, Papa will kuscheln. Oh, oh, oh Junge, bremst doch nicht so beknackt. Boah. Er war auch ein Schwer gekommen. Ich wäre innen durchgekommen, hätte Platz gemacht. So. Daran lag das. Es wird Nacht mittlerweile, ne? Also Abend. Es ist dämmert. Mir ist so langsam, dass ich scheiße fahre. Lalalala, was haben wir hier schön? Oh ja, aha. Mhm. Ja, jubelt mir zu. Oh, das drüben. Ja, jubelt mir zu. Meine Crew darf ja auch zujubeln. Ja, jubelt mir zu. Ich habe nämlich gewonnen, mal wieder. Oh ja. Und das ist total soziale Fahrweise. Immer wieder auf voller Breite überzeugt. Oh mein Gott, ich schwimme mittlerweile bald im Geld, wenn das so weiter hier geht. Guck dich das mal an, ey. 30.000 pro Rennen. Was soll ich denn damit? Ja, Stufe 3 Wagen, ist mir schon klar, aber Stufe 4 brauche ich auch noch. Ja, gut, da habe ich auch genug Geld für. Ich brauche aber noch einen Driftwagen für Stufe 2. Stimmt, das ist noch mein Problem. Da habe ich noch keinen für. Also, 2 Rennen haben wir noch. WRX STI gegen Evolution 9. Mitsubishi und Subaru treten in diesem Event gegeneinander an. Such dir aus, welchen Wagen du nimmst. Super, es ist so viel Unterschied. Der hat ein Bastis Landing, aber eine schlechtere Höchstgeschwindigkeit ein bisschen. Aber da wir den gerade schon gefahren sind, fahren wir jetzt mal den Subaru. Das ist ein Punkt Unterschied, das ist so gar nicht. Das macht im Rennen überhaupt keinen Unterschied. Es reicht bei meiner Fahrweise nicht. Da ist eh alles gleich, wenn ich mit Vollgaspeed in die Kurve reingeschossen komme. So. Heißt jetzt auch 4 Rennen fahren, voraussichtlich 4. Wo ist das denn? Das kann ich jetzt nicht einordnen, wo wir gerade sind. Nichts gegen die geile Subaru-Optik in den Raum. Guckt euch mal die Sportsitze alles an. Ich sag noch, sieht außen auch noch fett aus, nebenbei erwähnt. Und lässt sich gut fahren, wie ihr gerade seht. Ich habe die Kurve direkt prompt bekommen. Ohne irgendwie noch Kontakt mit dem Kies zu haben. Oh, Alter, was ist das für eine Strecke? Wheelie, guck dich das mal an auf der Karte. Ist doch nicht mehr schön. Oh, er kommt ran. Es wird aus zu überholen. Kannst du knicken, Kollege. So viel dazu. Oh, Gottes Namen. Ey, scheiße. Ja, da habe ich die Kurve halt angefahren, weil ich eben in reinstechen wollte. Also, ich wollte echt mal überholen. Ich wollte mich mal diesmal nicht rammen. Oha, das kann ich direkt mal neu starten. Warte, ist das Tsukuba? Ist das nicht? Das ist Suzuka auch nicht. Ja, wie scheiße heißt die Strecke denn nochmal? Alter, wie lange ist die denn bitte? Alter! Wir starten das mal neu, weil ich will direkt die ersten beiden Rennen gewinnen. Ich habe keinen Bock auf 3 Anläufe. Oh, gelbe Felgen, diese goldenen Subaru-Felgen, das sind Originalfelgen, die werden so ausgeliefert, die geilen Dinger. So. Falls im Hintergrund irgendwas hört, ich höre das selber nicht. Also wenn irgendwer im Haus hier rumbrüllt oder sowas, seid ihr die Ersten, die es mitbekommt. Der ist mitbekommen. Die ist mitbekommen. Die ist mitbekommen. So. Was gibt's denn? Dieser scheiß Mitsubishi geht mir gerade so auf den Senkel da vor mir. Ah, du hörst schlecht. Oh. Kann doch rankommen. Ist doch alles, ist noch nichts verloren. Nur ganz viel schon mittlerweile. Aber hey. Guck mal, wie der zieht hier. Ich mag die Strecke nicht. Aber jetzt schon wieder nächste Hausstrecke in dem Spiel. Das neben dem Nürburgring-Abschnitt gerade jetzt auch das Ding hier. So, ich gebe jetzt einfach... Wer schließt mir mit dem Wetter, dass ich gleich, wenn da vorne die Kurve kommt, mich mal einfach so reinballern kann, dass er ja abfliegt. Wir probieren's. Oh, fuck. Fuck. Oh.
Ja, das trifft's gut, das Wort. Oh, mein Gott, das wird aber jetzt hier knackig, die Strecke. Ja, die ist ein bisschen lang und ein bisschen kurvig für mich. Oh, ja, wenn man den Start nicht hinkriegt. So, nochmal den ganzen Schose. Muss die Kurve einfach nur gut anfahren, ne? Dafür einfach keine Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Ja, so viel dazu, darf keine Möglichkeit haben. Geben wir ihm doch direkt mal nach der ersten Kurve eine. Der liegt aber auch ein bisschen tiefer aus, der Kollege hinter mir. Der hat aber nicht mehr die originalen Federn drin. Diesmal nicht. Diesmal kannst du weiter träumen, Kollege. Ja, diesmal kenne ich die Kurven, wie er fährt. So, jetzt habe ich ihn schon mal, bis hierhin habe ich ihn schon mal hinter mir gehalten. Ist auch schon ein Rekord. Puh, so. Oh, 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 nein, nein, nein. Nix da. Puh. Trotz des Verbremsers, ja, er ist auch nicht unbedingt, er hat die Kurve auch nicht perfekt genommen. Oh ja, schöne Pop-Ups im Hintergrund, obwohl man das Spiel auf höchster Einstellung spielt, so gefällt mir das. Ich mag gerne, wenn irgendwas im Hintergrund aufploppt. Das macht das Realitätsfeeling noch viel höher. Das ist bei mir auch immer so, wenn ich durch die Großstadt sehe. Ich sehe im Hintergrund die Häuser aber noch nicht, da ist einfach Nebel. Da ploppt dann plötzlich irgendwas auf. Klingt logisch, sehr gut. Na, er dreht mich gleich rum. Nein, ist eine Rechtskurve, das weißt du, ne? Batsch! Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe die Kurve normal gefahren. Ich kann ja auch nirgendwo anders hin. Nein, jetzt geh weg. Boah, Alter, das ist hier echt Keilerei mit dem Kollegen. Und Subaru und Mitsubishi freuen sich, dass die Autos in einem Originalzustand am Ende wieder kriegen. Nein, geh weg jetzt. Boah, Alter. Der sieht aber auch gut aus. Die Motorhaube ist rechts ein bisschen hochgegangen, weil ich ihn da ziemlich einen mitgegeben habe. Puh, so, erste Runde geht an mich, aber Halleluja. Jetzt muss ich direkt in der ersten Kurve versuchen, an ihm vorbeizukommen im nächsten Rennen, weil sonst wird das gar nichts. Weil er hat einfach eine perfekte Linie, der Gegner. Das ist echt heftig. Söchen. Wollen wir das jetzt mal regeln mit ihm, ne? Mal ein bisschen sagen, wo es lang geht. Man muss ja auch mal hier mal seine eigene Meinung durchsetzen können, ne? So, Kollege. Die erste Kurve darfst du direkt mal die Wand küssen. Komm, zieh Subaru. Catchen wir direkt in der ersten Kurve und ziehen rein. Das ist die einzige Taktik, die ich gerade verfolge. Ich habe bisher mir noch keine andere aufgestellt. So. Ich bremse ein bisschen später, dann kann ich nicht reingehen. So, sind wir vorbei. Ihn zum Stillstand gebracht, weswegen wir uns jetzt noch ein bisschen Vorsprung rausholen können. Hätten wir jetzt noch die gerade Länge, hätte ich auch die 5 Sekunden schaffen können. Aber leider kommt der hier leider eine Kurve. Dammit. Oh, shit. Boah, der gibt mir, ja, gib mir, ey. Sackgesicht. Ach, scheiße. Hat man Vorsprung und alles. Und macht man fährt einfach mal so eine Kurve so beschissen, dass der Gegner einfach mal 5 Sekunden innerhalb kürzer für aufholen da. Oh, kotzt mich das an, ey. Ich mag die Strecke nicht und den Gegner auch nicht. Der ist auch assi, der ist scheiße. Dummes Spiel. Alles aufs Spiel schieben ist immer gut. Schon mein Windschatten gehen, weil wir direkt mal dran sind. So, jetzt lass mich bitte vorbei. Tu einfach mir den Gefallen und zieh weg. Oho. Oh, 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 oh. Ja, da war er nämlich schon wieder. Ich wusste, dass er da innen durchkommen will. Wo will das Schätzchen lang? Ne? Wo will er? Na komm. Deine Reisschüssel. Nebenbei habe ich ja auch einen, aber das soll ja davon abwegig sein. Geh weg. Mann, ey, das ist wie so ein Katzenbauspiel. Ja, wo ist er? Ja, find ihn.
echt Nerven auf Reiben, die Rennen, weil es hier nicht darum geht, dass ich gut fahre, sondern einfach nur taktisch klug, indem ich ihn dauernd von der Strecke schubse. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Spiels. Würde ich jetzt mal schätzen. Bin mir da auch nicht so ganz sicher. Nee. Shit. Ich zieh. Fuck! Aber nächstes ist eine Rechtskurve, weil ich bin doch dran. Ich kann ihn jetzt einfach mal kurz von der Strecke ballern. Na, Kollege? Kies sieht genauso aus wie Reis. Findest du auch? Ich auch. Sackgesicht! Alter, wie krieg... Das kann doch nicht sein. Wie kann er die Kurve denn so fahren? Der geht einmal kurz auf die Bremse und fährt die perfekt. Ich muss komplett auf die Bremse. Ach so, lächerlich. Lächerlich ist das. Lächerlich. Ich baller ihn jetzt so ins Heck, dass er direkt abfliegt und ich mir meine 5 Sekunden rausfahren kann. Fick dich! Tschüss, komm, zieh. Warum habe ich die Taktik nicht gerade schon verfolgt? Es wäre viel einfacher gewesen. In jedem Rennen wäre es einfacher gewesen. Ah. Ja, ich weiß, es ist eine Assi-Fahrweise. Ich will aber nicht noch länger hinziehen. Komischerweise ist meine Schürze nur leicht ab, ein bisschen krumm. Das war alles. Auch wenn ich voll hinten reingeballert bin. Du. Fair verdiente 30.000 Euro. 30.000 Dollar, glaube ich. Entschuldigung. Diesmal war ich mal ein bisschen aggressiver. Irgendwas bekommen? Nee, schade. Gut, hatten wir noch ein Rennen, hatten wir noch, glaube ich, ne? Eins müssten wir noch fahren. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine. Ja. Camaro SS gegen Challenger. In diesem Wagenduell können wir wählen zwischen dem Dodge Challenger Concept und dem Chevrolet Camaro SS. Das ist schön. Vorteil ist, dass der Chevrolet Camaro in den anderen leider grundsätzlichen Grund einen Boden fährt von den ganzen Werten her, deswegen wir den nehmen. So, komm, Schätzchen. Wollen wir mal ein bisschen die amerikanischen Muskeln spielen lassen? Könnt natürlich den Gegner wieder abschießen, aber wir wollen mal eine Runde wenigstens realistisch fahren, um euch mal die Strecke zu zeigen. Genau, das ist der Grund. Ja, nicht, weil ich es irgendwie anders könnte. Gut, ich verfolge doch die Taktik, voll innen reinzuballern. Komm mal her. Jetzt mal auffahren und jetzt schieben. Schieben, bis er irgendwann bremsen muss. Dann fliegt er nämlich. Oh. Da fliegen wir beide. Nein, nur ich. Na, Han! Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ja meine Taktik hier durchschaut. Der ist wie auf dem Bremsen gegangen und hat dann gewartet, bis ich weg bin. Du weißt schon, hinten kommt eine Kurve und du wirst stark bremsen müssen. Ich hingegen werde voll auf dem Gas bleiben. Ich versuch's einfach mal voll auf dem Gas zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das klappt, beziehungsweise ob er die Kurve so früh fährt, dass ich dann voll abgehe. Komm schon. Voll abgenommen. Boah. Zieh, Schätzchen! Taktik für den Arsch. Kein Scherz, sie war voll für den Arsch. Komm schon. Ja, irgendwann anfangen darfst du auch mal. Du kannst ja auch mal, danke. Pound ja, wow. Nicht nach hinten gucken, wenn du gerade eine Kurve fährst. Ist nicht die beste Taktik. Wenn ich jetzt mal so schätze. Scheiße, die kriegst du auch nicht. Das ist doch Mann, Rotze. Haha. Nicht, dass ich irgendwie Schadenfreude daran hätte, dass ich ihn gerade ausgebremst habe. Oh, nö, das ist doch echt nicht dein Ernst. Komm raus jetzt, fahr! Oh, leck mich. Nicht mit mir, Kollege. Oh. Da kann ich jetzt nichts für, dass er sich gedreht hat. Nein, ich hätte fast die 5 Sekunden gehabt. Oh, das ist doch ehrlich, komm. Ist doch lächerlich. Oh ja, Mann,
Ja, toll. Jetzt hätte ich schon wieder fast die 5 Sekunden gehabt und rutscht natürlich raus. Es ist doch richtig. Komm. Ich bin einfach nur schlecht beim Autofahren in Need for Speed Shift. Diese scheiß Fahrphysik, die ist einfach nur zum Kotzen. Ja, da schiebe ich es jetzt drauf. Nicht, dass ich irgendwie sonst besser fahren könnte. Weil diese Kackstrecke so lang ist. Vorteil ist, im zweiten Versuch werde ich ihn einfach in der ersten Kurve direkt rausballern, da werde ich meine 5 Sekunden haben. Da werde ich mal wieder meine tollen 5 Sekunden haben, ja. Genau. Nein, scheiße, jetzt komm, gib Gas, Camaro. Auf die Strecke, einfach rüberziehen. Das ist doch auf der anderen Seite, die Sau. Sag mal, jetzt hör mal auf Zickzack zu fahren. Das ist auch nicht die feine amerikanische Art, so. So, da vorne ist jetzt gleich Ziel. Gucken wir uns den Camaro mal an, hat da ein paar Blessuren. Geht eigentlich noch, ne? Vorne habe ich da ein bisschen, vorne links ist ein bisschen was ab, aber oh, ein bisschen krumm, aber das ist, geht doch alles vollkommen in Ordnung. So, erster Anlauf geht nach mir, oh mein Gott. Deutsch for the win! So. Und den zweiten Versuch werden wir ihn jetzt einfach mal ins Kies ballern, die dieselbe Taktik wie gerade bei Mitsubishi, die hat nämlich sehr gut geklappt. Und die werde ich jetzt hier auch verfolgen. Mir scheißegal, ob ihr die Assi findet oder nicht. Ich finde, die klappt. Also. Ja, zieh mal. Danke. Problem ist, er hat irgendwie einen scheiß großen Abstand zum Start. Kopiert das nur so vor, oder? Hallöchen. Taktik. Jetzt. Batsch. Nein, du kommst nicht zuvor mir auf die Strecke. Ja. Wie sieht mein Camaro aus? Oha. Wunderschön. Gesichtsgrätsche. Leider hat die Technik nicht geklappt, dass ich jetzt direkt meine 5 Sekunden Vorsprung habe. Naja. Boah, jetzt hier auf der Geraden kann ich ganz gut rausbauen. Komm schon. Ach, leck mich doch. Ich nicht schaffen, Scheide. Schade, nicht Scheide. Doch, hab's geschafft. Wow, gibt's gar nicht. Ich bin so gut gefahren, dass ich 5 Sekunden rausgefahren habe. Nicht, dass ich ihn am Anfang abgeschossen hätte. So, 30 Sterne und 30.000 mal wieder auf Konto bekommen. Alle Sterne auf Stufe 2, Wagenduell 1. Oh ja. Wie, Wagenduell 1? Gibt's doch eine Wagenduell-Kategorie? Oh. Glaub nicht, ne? Nee. Oha, jetzt haben wir noch einiges zu tun. Aber wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Und dann werden wir auch diesmal, denke ich mal, unseren Skyline fahren dürfen. Ich bin der Apple 05. Haut rein. Bis denne. Ciao.